Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of the Phone, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir schleppend Fortschritt gemacht. Nur zwei Nebenquests haben wir geschafft. Und zwar haben wir einmal Clara gefunden, die ja in ein Monster verwandelt war, die nach Palma Costa zurückgekehrt ist, was auch immer jetzt daraus geworden ist. Und weil hat ihr Kostüm ja nicht an, was? Dann sind wir hier in Asgard gewesen und haben Rain nochmal gesehen, wie sie das Ritual gemacht hat. Wie damals in Folge, was weiß ich. Und ja, haben Kostüm bekommen und sind zufrieden. Und jetzt gehen wir nach Loin. Werden da wahrscheinlich ein bisschen Geld reinpumpen. Wird schon irgendwie was bringen. Weiß man nicht, wie viel ich letztes Mal bezahlen musste. Irgendwie so, ich glaube nicht viel im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Ne? Das ist übrigens das Kostüm, ne? Sieht schön aus, oder? Finde ich auch. Stadt des Aufbaus, Loin. Warum wurde er jetzt nochmal gezeigt? Hi, na? Was meinst du? Viel besser, hm? Tut sich die Stadt hier wirklich immer weiter langsamer aufbauen? Ja, ich finde hier meine Reise. Versucht nicht, mich zu finden. Werde ich nicht. Okay. Ja, aber der kann ich spenden, das weiß ich. Ach ja, mehr gab es hier nicht, ne? Was sollen wir mit dieser Brücke machen? Aufbauen! Eine dämliche Frage. So. Wir haben es geschafft. Endlich haben wir das Wasser im Brunnen halten können. Jetzt hier weg. So Schritt für Schritt irgendwas ändern. Werde ich ja gleich sehen. Ich habe ein bisschen Holz beschafft, aber es sind nicht genug Leute hier, um helfen zu können. Wie sagt mir, die Leute von Palma Costa kommen irgendwann hier hin. Das würde mich irgendwie beruhigen. Okay, ich drücke euch mal ein bisschen mehr Geld rein. Hallo, alle zusammen. Stück für Stück bauen wir diese Stadt wieder auf. Das haben wir euren Spenden zu verdanken. $15.000, okay. Ich kann nur $15.000 spenden. Das gehe ich nochmal raus und rein. Ist irgendwas geändert? Hier, der Typ steht nicht mehr hier. Hier ist ein Hund. Ein Hund. Boah, geil. Anscheinend möchte dieses Kerlchen auch hier leben. Boah, Colette. Guck mal. Boah, geil, ein Hund. Cliff. Zu ihm passt der Name Lucky. Er hat so ein hübsches Fell. Viele Hunde laufen denn nur hier rum. Irgendwas muss doch auch passieren. Wo sind denn alle hin? Okay. Ja, sogar die Klamotten von Lloyd hier zu tragen als Colette. So, jetzt hat sich nichts geändert. Ich muss noch diese große Pfütze auffüllen, okay. Ist nicht genügend Leute, mit denen wird es ein bisschen schwierig, ja. Wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwas zu ändern immer. Ich muss bestimmt nur, also mit ein paar hunderttausend werde ich bestimmt nicht. Kam, ne? Hallo, alle zusammen. Bla 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 bla. Ich glaube nur eine bestimmte Menge. 20.000 kann ich jetzt. Komm mal raus. Noch mal rein. Und jetzt läuft er da rum. Aber noch gar nicht begonnen. Ja. Ihr habt Glück, dass ich gerade nicht irgendwie Geld brauche zum Ausgeben. Wenn doch, dann habe ich eben Pech gehabt. Aber das ist ja nicht wichtig. Ich könnte ja auch jederzeit farmen gehen und so und trainieren. Beim Bauen sind die Waffen ja auch nicht mehr so wichtig, wenn ich übelst immer stark bin. Ja, hier ist noch eine neue Person. Wovon wird sie noch gearbeitet? Tut da immer irgendeine Person dazukommen? 116.000. Bezaubernde Lady, wie geht's dir? Blablabla. Zitrusgel. Dann gehen wir nochmal. Ich tue jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit nochmal raus und reingehen. Gehen. 25.000. Eher so um 5.000 oder was? Das ist ein
Ich dachte aber ein Dings. Okay, ich kann glaube ich immer nur einmal. Oh. Sehr gut. Und dann tut echt jedes Mal, wenn ich halt Gebiet verlasse, neu aufgefüllt werden, ne? Das ist immer geil. Okay, sehr gut. Vergesst nicht, wen ihr das hier alles zu verdanken habt. Könnt mich ruhig mit Gott anreden, wenn ihr wollt. Nicht, dass ihr eine Wahl hättet. So. Geil. Aber ich habe gleich nicht mehr genug Geld. Was macht ihr dann? Oh, mein Kopf, der tut immer noch weh. Oh, seit der letzten Folge schon. Was ich ran, du willst jetzt 30.000. 35.000, ey. Na, no, dann wieder raus. Dann wieder rein. Hey, wow. Sieht ja schon viel besser aus jetzt. Am Ende können wir an allen Ortsteilen mit der Arbeit beginnen. Okay, das war's dann aber auch schon für mich. Oh, wir haben ein Gasthaus jetzt. Okay. Wir haben schon was gebaut. Phoenix. Ha, passend. Fluchtwert. Ah,風のせいれの偽物とか出てきてさ。それはシルバラントの洋服なんですよね。え、これはね、アスカードという町の遺跡に深い関わりがあるの。ちょうどいいわ。復習しておきましょう。そもそもアスカードの遺跡とは何を指すものだったかしら。え、じゃありません。ああ、先生、先生の後ろに黒いものが。先生の影だった。さよなら。ロイド。 Aber ist der Fluchtwert nicht der Ausweichwert? Hm. Ich würde gerne noch mehr Geld reindrücken, geht aber nicht. Town Lady, wie geht's dir? Was macht sie so oben nach oben auf den... Eine alte Oma ist da oben am rumlatschen, einfach so, als wäre nichts. Was zum Teufel? Da oben sind gefährlich, Madame. Hey, sehr gut. Hey, die Brücke. Die sieht gut aus. Super. Ja, super. Sieht doch schon belebt aus hier. Ja, schön. Das habt ihr alles mir zu verdanken. Das Schrein. Ihr müsst eine riesige Bronzestatue von mir bauen. Das verlange ich. So, ihr wisst schon, ne? Im Tempel. Ja, nicht im Tempel, so im. Da wo der Brunnen ist, da wo ihn jeder sehen kann. Ungefähr 5 Meter hoch. So, dann habe ich leider kein Geld mehr, um mir was zu spenden. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, wie viel wir neu reinballern müssen, aber so viel kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Jetzt, wo ich sehe, dass schon fast alles ganz ist. Wow, hey. Da kann man bestimmt irgendwann rein.
Okay, irgend so ein 0815 Typ ist jetzt Bürgermeister. Ja, dann haben wir schon mal erledigt. Sehr schön. Nächste Stadt. Hima. Aber da nicht schon, weiß ich gar nicht. Ja. Dann gehen wir noch mal dahin. Vielleicht noch ein, zwei Kämpfen, so Bosskämpfen oder so, haben wir bestimmt wieder genug Geld. Aber zu spenden, da werde ich auf jeden Fall jetzt öfter vorbeischauen. Ich brauche mindestens so 50.000 jetzt, ne? Letztens habe ich 40 bezahlt, ne? Also muss ich ja ungefähr 50.000 jetzt bekommen. Ich will da mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich habe irgendwie noch nie was verkauft, kann das sein? Also Kleidung sowieso nicht, Waffen auch nicht. Aber kann ich denn auch verkaufen? Dinger, die sowieso nicht viel wert. So Dingens gibt's auch nicht. Weil nicht so Materialien oder so wie in anderen Tales aufspielen. Also irgendwie Sachen verkaufen, Gelsmann, das ist jetzt nicht so gut gemacht hier. Mein Feind, entschuldigen, ich hatte keine Ahnung, dass ihr wieder auserwählt seid. Wunderbar, als ich dachte, ja. Wir sind halt awesome, ne? Sind so awesome, wir haben zwei Auserwählte bei uns. Oh, hi, ne? Die sind voll hübsch, die Mädchen. Was wie so andere Rollenspielcharaktere. Könnte glatt irgendwie ein Hauptcharakter aus einem anderen Rollenspiel sein. Wir auch noch vorbeischauen können, wenn diese ganzen Häuser des Heils und so, ne? Ist so eine mysteriöse Gebe mit deinem Grad erwerben. Wie funktioniert das? Okay. Clownziehen sind Werft, aber es ist eine Verschwörung, sie nicht einzusetzen. Ich besorge dir Gemen im Tausch für deinen Grad. Je höher der Level der Gemen, desto mehr Grad benötigst du. Wenn die Gemen ausgehen, komm einfach wieder. So nicht dein Gemen einzusetzen. Also, das ist ein Geheimnis. Ja, Level 4 und so. Ich habe ja auch schon genug. Ich weiß, man kann auch andere Kombinationen und so ausprobieren, aber 1 oder 4, das reicht doch schon. Wenn man die so richtig, ja, so nach Effekten und so was alles hier professionell verteilt, dann weiß ich nicht, da muss man schon hier so Dingens sein. So im Hinterkopf haben, dass das irgendwie für, keine Ahnung, wenn man alle Charaktere maximieren will und also was das bestmögliche herausholen will, aber für die Story wird ja wohl 1, 2, 3, 4 reichen oder irgendwie sowas. Ich fand sowieso nicht die allermächtigsten Charakter oder so zu haben, Hauptsache das reicht ja für die Story, für die optionalen Bosse und so. Katzdorf, da war ich doch schon, ne? Tempel von Mattel, Katzdorf, Hema. Ja, da war ich, na klar. Entschuldigung. Wald von Iselia. Ich könnte eigentlich überall mal vorbeigehen, aber... Tempel von Mattel, gehen wir erstmal da ein. Nein. Ja, wenn ich mal so fliege, dann verirre ich mich nicht, komischerweise. Ich darf einfach nur auf die Karte gucken. Nee, jetzt... Hier ist Dirks Haus. Die Seele war ich, ne? Ja. Ja, so viel dazu, hatte ich mich nicht verirre. Tempel von Mattel. Das Haus des Heils, was? So viel dazu, ich verirre mich nicht, geil. Sieht so aus, als müssen wir mit der Story weitermachen bald. Was? Nein, die hat nichts falsch gemacht.
Ja. Ich soll mal im Tempel von Mattel, ich wollte gar nicht hier rein. Der Tempel von Mattel. Da, ich guck schon wieder auf mein Ding hier. Das rote Kreuzchen. Ach, das Ding, genau. Vorher war mal als allererstes. Also nicht. Ist ein Häuschen, kann man nicht rein. Wenn ich wüsste, dass man überall so ganz schnell reingehen kann. Ohne. Ja, ne, ich wollte doch mal gucken, wie er mit dem Grad ist. So, je schneller wir die erledigen, desto besser. Grad 1,0. Das ist, glaube ich, gut. Vielleicht passiert da irgendwas, wenn ich da in den Ziegel reingehe. Weil Zeitverschwendung eigentlich. Warte nur so kurz. Das hat keiner mehr. Jetzt bestimmt nicht nochmal jeder Dungeon ab und so, hallo? Na gut, dann müssen wir jetzt nach Dings gehen, eigentlich nach Heimdall. Joho. Wohin von Triet, Osserpfad, Ballerkopf-Mausoleum, Turm des Manas, Heils, Inselfarm. Was? Linker Baum. Da waren wir auch, ne? Akunesa passt, da ist ja auch so ein kleiner Ort, da können wir auch noch mal hin. Jetzt sehe ich weiter mit der Story zu machen, werden die Zeit verschwinden. Aber jetzt hier damit anfangen, wird es nicht so bringen, habe ich so für. Ich will erstmal da überall hingehen, wo Zivilisation ist. Wo Menschen sind. Oh, das ist Output. Hat. Ja, da war ein Erdbeben doch, oder? Verdammt. Hier. Nee, doch. Hier. Na gut, dieser Pass. So. Da war doch dieser alte Mann noch, ne? Und dann sollten wir Monsterbuch oder so füllen, glaube ich. Irgendwann werde ich das schon schaffen. Es wird nur verdammt lange dauern. Er glaubt ja, wir haben alle Siegel geschafft. Dann ist ja gut. Hä? Na, wie geht's? Hä? Das war auf der anderen Seite. Oh ja. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich sage, dass in diesen ganzen Häusern nichts zu tun gibt. Mann, Mann. War so abseits. Ich dachte, ich hätte dir keinen Namen gegeben. Okay. Ja, der Baum, der hat alles kaputt gemacht, so ein Dreck. So, das ist halt ziemlich leer. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass Asgard und Loin quasi Nachbarstädte sind. Ja. Hi, na? So, ich rede einfach mit jeder Frau und dann habe ich wieder Geld, weil ich spenden kann. Das ist mein Plan. Nur so kriege ich Geld. So, dann jetzt gibt es irgendwie da so ein, zwei Minuten mit irgendwas zu füllen. Marzise. Ein Don ist auch nicht mehr da. So, dann haben wir, glaube ich, keine Wahl, jetzt mit Heimat weiterzumachen. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen können. Im Turm irgendwas. Der ist auch kaputt, ja, stimmt. Das weiß ich noch.
war hier? Hier war das Ding, genau. Kann man da überhaupt nur meinen? Also war von da hingegangen, ne? Komm auch nicht mehr hin. Okay. Ist gut, dass sich einige Sachen schon so erledigen dann. So, dann. Ich werde schon mal nach Heimdall gehen. Oder. Was gibt's denn noch hier alles? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir haben eigentlich alles. Tolageisier, da könnte man noch mal hingehen. Da gibt es bestimmt irgendwas noch. Oder hier. Wo ich kann jetzt dahin fliegen, ne? So ein Dreck. Ich möchte in der nächsten Folge mit der Story weitermachen, deswegen machen wir hier ganz schnell aus dem Weg. Aus dem Weg! Vielleicht müssen wir Dings wiederholen. Aber besser was, wir gehen raus, speichern. Gucken mal, ob da noch irgendwas ist. Und wenn nicht, dann ja, machen wir weiter mit der Story in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.